Und herzlich willkommen bei Frau Janik Probitz aus Probier's auch. Und heute probiere ich ein super einfach gemachtes Eis mit ganz wenigen Zutaten. Auch gesünder würde ich behaupten, das Ganze ist auch noch vegan. Und zwar machen wir ein nachgemacht, und zwar Snickers-Eis. Und mit ein bisschen seltsamen Zutaten, werdet ihr vielleicht denken, aber richtig lecker und total easy peasy gemacht. Und super ist, ihr könnt das Ganze auch auf Vorrat vorbereiten. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für unser Snickers-Eis brauchen wir folgende Zutaten. Und zwar die erste Zutat oder die Hauptzutat sind Bananen. Und zwar habe ich hier ganz, ganz reife Bananen. Denn je reifer die Banane ist, das seht ihr übrigens daran, dass sie braun ist, desto süßer ist das Ganze und das ist ja von Vorteil, wenn man ein Eis machen möchte. Und was ich euch auch noch empfehlen kann, ist, nehmt immer diese Bio-Bananen statt der normalen, denn die werden nicht so schnell matschig. Und auch wenn die so braun sind, sind die innen meistens noch richtig, richtig gut erhalten und der Geschmack ist einfach viel, viel besser, habe ich schon festgestellt. Also meine Empfehlung, spart da nicht und gönnt euch die Bio-Bananen. Dann als nächste Zutat brauchen wir Erdnüsse. Erdnüsse sind ja im Snickers drin, deshalb habe ich jetzt hier welche ungesalzen. Und die könnt ihr entweder kleiner hacken oder so lassen, die Hälften. Dann habe ich hier noch Erdnussmus und nicht Erdnussbutter. Da gibt es auch einen Unterschied, müsst ihr schauen. Erdnussmus, da sind wirklich 100% Erdnüsse drin und nichts anderes. Also nicht noch zugefügtes Öl oder Zucker oder sonst irgendwas. Könnt ihr mal vergleichen mit so crunchy Erdnussbutter oder so. Dann seht ihr das ganz schnell bei der Zutatenliste. Also Erdnussmus. Und dann habe ich hier noch für unser Karamell sozusagen, um das zu imitieren, habe ich hier Dattelsirup und das gibt es mittlerweile auch überall zu kaufen. Und das waren die vier Zutaten erst einmal und damit beginnen wir zuallererst. So, jetzt geht das Ganze super einfach. Ich habe jetzt hier einfach ein Brett genommen und mir ein Backpapier hingelegt, damit es dann das Ganze nicht anklebt und auch die Sauerei sich in Grenzen hält. Jetzt nehme ich mir hier die Banane und schäle die natürlich zuerst. Und dann werde ich die halbieren und zwar einmal so längs. Und da macht ihr euch natürlich so viel Bananen, wie ihr Lust habt oder essen könnt oder für eine Party einfach mehr, wie ihr wollt. Da gibt es ja nicht wirklich eine Mengenangabe. So, als nächstes schnappt ihr dann euch euren Dattelsirup und dann werde ich ganz wenig darauf auf diese glatte Schnittfläche verteilen. So, das reicht schon, da könnt ihr natürlich auch dann selber schauen, wie viel ihr da drauf haben möchtet. Dann geht's weiter, jetzt nehme ich das Nussmus und ein kleinen Löffel und verteile es davon nochmal vorsichtig ein bisschen drauf. Und da müsst ihr natürlich ein bisschen immer schauen, dass es euch dann nicht von den Seiten runter fließt, also ein bisschen weniger zuerst. So, jetzt obendrauf verteile ich noch ein bisschen von diesen Erdnüssen. Und durch das Nussmus klebt das Ganze jetzt natürlich oben gut drauf. Und davon könnt ihr natürlich auch so viel drauf tun, wie ihr gerne habt. Also da seid ihr frei. So, jetzt der nächste Schritt ist erstmal warten, denn das Ganze muss jetzt so in den Tiefkühler und muss kalt gestellt werden. Also es muss jetzt wirklich festfrieren. Dann habt ihr zwei Optionen. Entweder ihr könnt es dann nachher so lassen, dass ihr die Hälften so einzeln lasst und halt dann als Hälfte verspeist. Oder ihr müsst während dem Friervorgang ab und zu mal schauen, wie fest das Ganze schon ist und könnt dann praktisch ein Sandwich machen. Und dann praktisch die zwei zusammengehörigen Hälften so zusammenklappen. Das klebt dann automatisch gut zusammen und dann weiter einfrieren lassen, bis das Sandwich halt zusammenfriert. Genau, also da könnt ihr dann mal selber ausprobieren, was ihr lieber habt und wie ihr das Ganze versnacken möchtet, vernaschen. Ja. So, ich habe da mal was vorbereitet. Den Satz wollte ich ja schon immer mal sagen. Also, jetzt habe ich hier ein Beispiel für euch. Einmal habe ich hier eben so ein Sandwich da draus gemacht und hier einmal die Hälften. Und hier habe ich jetzt einfach Schokolade geschmolzen. Ich habe jetzt ganz, ganz dunkle Schokolade gewählt und ein bisschen Kokosöl, damit das Ganze dann schön glänzt. Und das ist immer eine super Alternative, dass man die Schokolade ein bisschen flüssiger bekommt und halt wegen dem wirklich wunderschönen Glanz.
So, die habe ich jetzt auch ein bisschen abkühlen lassen, damit die nicht ganz so heiß ist. Und das verteile ich jetzt einfach auf meine Bananenstückchen, auf meine Snickers sozusagen. Und es wird natürlich dadurch, dass es gefroren ist, sofort festfrieren. Und dann kann das Ganze entweder sofort in den Mund und muss sofort gegessen werden, oder ihr könnt es wieder einfrieren. Und da empfehle ich euch am besten, so eine Gefriertüte zu nehmen, das reinzustapeln, gut zu verschließen und dann zügig aber auch dann aufzuessen, nicht dass ihr zum Beispiel Gefrierbrand bekommt. Und jetzt könnt ihr natürlich noch entscheiden, wie viel Schokolade ihr drauf haben möchtet, ob ihr das Ganze eintunkt oder nur ein bisschen damit verziert, also alles euch überlassen. Und ihr könnt natürlich selber entscheiden, wie groß ihr diese Snickers, Bars, Eis haben möchtet und selber entscheiden eben und dann durchschneiden oder vorher schon kleiner schneiden, wie auch immer. Aber eins ist klar, wir probieren jetzt mal. So lecker. Mm. Wow, Bombe. Das schmeckt so gut, ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Schön erfrischend, kalt, süß von der Banane, cremig von der Banane. Dann die Schokolade, die dunkle, passt sehr gut, weil es nicht so süß ist. Erdnüsse, der Crunch, richtig lecker. Ich könnte jetzt alles aufessen, also ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auf einen Daumen hoch hier auf YouTube. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Rezepte verpasst. Und dafür solltet ihr diese Glocke anklicken, damit ihr auch immer eine Benachrichtigung erhält, wenn ein neues Video online ist. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr meine Rezepte ausprobiert. Und da freue ich mich am meisten immer, wenn ich Fotos von euch bekomme. Und das macht ihr auch fleißig, und zwar auf Instagram unter dem Hashtag FrauJannik. Und vielen, vielen Dank dafür. Das macht mir immer riesen Spaß, es zu sehen, und freut mich immer riesig. Wie gesagt, wie immer findet ihr die Mengenangaben auf meinem Blog. Da schreibe ich euch dann nochmal alles auf FrauJannik.com. Schaut dort gerne vorbei, hinterlasst mir auch gerne dort einen Kommentar, wenn ihr die Sachen ausprobiert habt. Ich freue mich immer riesig. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Eis produzieren. Snickers Eis, so gut. Also unbedingt ausprobieren. Und ich würde sagen, ich esse jetzt hier weiter und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss! Eure FrauJannik.